Immer dienstags lassen wir uns gerne einweisen in die Klinik, bei der die Ärzte schöner sind als bei Dr. Brinkmann damals. Dann ist Sachsen-Klinik-Zeit. Das ist die einzige Serie, außer vielleicht dem Tatort, wo es eine Ehre ist, den Saal als Leiche zu verlassen. Heute kommt er, Francis Fulton Smith, neu dazu in die Serie und das sorgt für reichlich Zündstoff. Francis Fulton Smith kennt man vor allem als charmanten Sunnyboy. Doch jetzt sorgt er für Ärger in der Sachsen-Klinik. Er spielt den Ex von Dr. Elena Eichhorn, der um die gemeinsame Tochter kämpft und ihr neues Familienglück in Gefahr bringt. Die Beziehung zwischen Martin Stein, also Bernhard Bettermann und der Cheryl Shepard, wird auf den Prüfstein gestellt. Es gibt ja da ein gemeinsames Kind, was die haben aus einer früheren Verbindung. Da wird es sicherlich auch zu Konfliktpotenzial kommen. Und dann gibt es aber natürlich auch andere Frauen in der Klinik und man weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Als Dr. Kleist praktiziert er selber sehr erfolgreich in Eisenach, doch nun hat er seinen Arztkittel nach 5 Staffeln ausgezogen. In der ARD-Serie In aller Freundschaft ist er der Geschäftsmann Christoph Mahler, der gerade von China nach Leipzig gezogen ist. Das Team der Sachsenklinik hat den Kollegen bei den Dreharbeiten gleich ins Herz geschlossen. Es war ein bisschen in eine Familie zu kommen, die man ein bisschen kennt. Und meine Frau hat hier schon gespielt. Und mich hat es sehr gefreut, jetzt hier diese Figur von Christoph Mahler zu übernehmen und mal sehen, wie oft er kommen darf. Um Tochter Sophie hat sich dieser Christoph Mahler jahrelang nicht gekümmert. Das will er jetzt alles nachholen. Der neue Mann von Dr. Eichhorn möchte die Kleine aber adoptieren und schon gibt es heftigen Streit. Ja, aber ich bin ihr Vater und ich lasse mir nicht das Umgangsrecht nehmen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Da steckt doch wer dahinter! Das reicht jetzt, am besten gehst du. Ja. Fass mich nicht an. Ihr werdet euch jetzt hier nicht prügeln. Du gehst jetzt. Action mit dem Ex, solche Szenen findet Schauspielerin Cheryl Shepard gut und fühlt sich ein bisschen wie die Henne im Korb. Es macht Spaß mit den beiden Männern und es, in diesem Sinne ist es sehr schön, als Frau zwischen diesen Männern zu stehen und da quasi ja, im Clinch zu sein und hin und her gezogen. Wie das Ganze ausgeht, kann man ab heute Abend bei In aller Freundschaft erleben. 6 Folgen lang wird Francis Fulton Smith das Familienleben der Ärzte kräftig durcheinanderwirbeln. Besitzansprüche heißt die erste Folge heute Abend. Das verspricht also kompliziert und spannend zu werden. In aller Freundschaft, 21 Uhr, sehen Sie ihn. Ja.